Dann geh weg, aber geh nicht ein bisschen, dann geh richtig weg. Meine Körperhaltung ändert sich also jetzt, das heißt, jetzt gehe ich Auge in Auge mit dem Pferd, meine Schulter ist frontal aufs Pferd gerichtet und ich beginne von hier drin, von der Mitte aus, Richtung Geschwindigkeit zu bestimmen. Ich bestimme jede Gangart, egal ob er galoppiert oder trabt oder in welcher Geschwindigkeit wir uns bewegen. Jetzt lenkt und kraut er schon wieder. Das ist schon eine Demütigkeitsgeste. Und ich fange an, meine Longe ein bisschen aufzuwickeln, werde etwas passiver in meiner Körpersprache und werde jetzt gleich das Pferd drehen und die Richtung ändern. Das habe ich vorhin noch nicht erklärt, warum man das machen muss, aber das erkläre ich noch. Pferde, die so anfangen, sich zu arbeiten und einfach weiter galoppieren, das kommt von der Einzellongenarbeit, da kommen wir nachher noch zu. Ich ändere also jetzt die Richtung, drehe das Pferd auf die andere Hand, muss also auf beiden Gehirnhälften einmal gearbeitet haben. Rechts und links, die Gehirnhälften, die arbeiten separat voneinander. Das ist etwas anders in der Anatomie des menschlichen Gehirns, aber bei Pferden ist es eben so, dass die rechte und linke Hemisphäre kaum Informationen transportiert. Wenn ich jetzt also aggressiv dem Pferd gegenüber erscheine, muss ich das auf beiden Händen gemacht haben, bevor die Kommunikation, die wir vorhin beschrieben haben, vom Pferd ausgehend beginnen kann. Das heißt, ich lege jetzt hier so ungefähr eine Fluchtdistanz von 400 bis 600 Metern zurück. Mir fängt sehr stark an, sich einfach so zu arbeiten. Das kommt durch die Arbeit an einem Punkt. Jetzt fängt er schon an, mich wahrzunehmen. Ich verändere mich jetzt ein bisschen, werde etwas passiver, daraufhin trabt er. Ich ändere noch einmal die Richtung, auf die andere Hand zurück. Und jetzt lasse ich die Kommunikation beginnen. Meine geöffnete Hand kann das Pferd beschleunigen. Wenn ich meine Hände schließe und passiver werde, kann ich für die Geste sorgen, die das Pferd verlangsamt und die dafür sorgt, dass das Pferd den Zirkel verkleinert. Aber jetzt sieht man, dass er in diesen Longier-Gleichtakt kommt. Da müsst ihr ihm ein bisschen Zeit geben, bis er das registriert. Weil wir mit der Bahnpeitsche beim Longieren aus der Mitte des Zirkels dem Pferd ja immer sagen, er soll nicht kommunizieren mit uns. Und jede Form von Kontaktmöglichkeit, die nonverbal passiert, ja eigentlich unterbunden wird. Weil jedes Mal, wenn das Pferd anfängt, den Zirkel zu verkleinern oder den Kopf senkt, fangen wir an, von der Mitte aus das Pferd dafür ja zu bestrafen. Jetzt sehen Sie, dass er eigentlich schon so langsam möchte, aber immer im Gleichtakt bleibt. Also einfach von alleine anfängt, sich zu arbeiten, obwohl ja von mir gar kein Impuls ausgeht. Sondern mal gucken, ob das gleich einsetzt, dass er damit aufhört. Das ist halt ein Pferd, was extrem viel einlongiert worden ist. Wenn er das gleich nicht macht, werde ich die Richtung ändern und über die Richtungsänderung versuchen, seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Das heißt, ich fange an, die Geschwindigkeit zu verlangsamen. Senken des Kopfes. Es fängt an, immer mehr und mehr zu verlangsamen. Jetzt fängt er an, nachzudenken, ob er eigentlich überhaupt so schnell weggehen muss. Super. Hat er von alleine gemacht, hat er von alleine verstanden. Meine Augen sind jetzt ungefähr auf dem Hüftbogen des Pferdes und ich werde immer schwacher in der Mitte von meiner Kommunikation und hoffe, dass das eine Wirkung im Pferd hat. Das Senken des Kopfes ist die letzte Geste, nach der ich geguckt habe. Wir haben das innere Ohr, wir haben das Verkleinern des Zirkels, wir haben das Lecken und Kauen, wir haben das Senken des Kopfes. Alle Gesten gegeben. Wenn ich meine Schulter jetzt passiv drehe, 45 Grad Winkel, jetzt kommt er immer stärker, nochmal Schulter absenken des Kopfes, noch deutlicher das Verkleinern des Zirkels. Und wenn ich gleich meine Schulter passiv drehe, auf dem 45 Grad Winkel, kann ich ihm anbieten, zu mir zu kommen. Aber ich will noch einmal demonstrieren, wie meine Körpersprache das Pferd eben beschleunigen kann. Also sprich, was ich aus der Mitte heraus für eine Präsenz habe, wenn ich mit meinen Armen mache, mit meinen Händen mache, mit meiner Körpersprache mache, all das hat eben halt einen Einfluss auf das Pferd. Verkleinert deutlich den Zirkel, will nicht mehr weggehen. Man sieht jetzt richtig im Pferd, der sagt, oh nee, warum eigentlich noch weiter weggehen? Und daraufhin fange ich an und gucke mal, ob ich ihn dazu bewegen kann, da nochmal den Kopf zu senken, ob ich ihn dafür zu bewegen kann. Wenn ich meine Schulter auf einen 45-Grad-Winkel stelle, dass er zu mir kommt. Ich laufe jetzt nicht wie ein Raubtier im Angriff, in geraden Linien, sondern ich laufe in Bögen. Genauso wie Pferde in der Natur sich bewegen. Das heißt, ich agiere raubtieruntypisch. Und auf diese passiv gestellte Schulter kommt das Pferd zu mir und
und sieht, dass sein Verhalten einen Effekt auf mich hat und dass mein Verhalten auch dafür sorgt, dass ich mit klarer Kommunikation an den Tag lege. Das heißt, wenn meine Schulter passiv dreht, meine Hände geschlossen sind, heißt das, mit mir mitzukommen. Und nur wenn meine Körpersprache sich ändert, heißt das, von mir wegzugehen. Und dann ist es eben möglich, dass Pferde, egal wo man hingeht, eben anfangen, diesen Bund des Vertrauens durch vorhersehbare Kommunikation zu schließen. Es geht nicht darum, Pferde zu produzieren, die den ganzen Tag hinter einem herlaufen. Das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Es geht nur darum, durch die Körpersprache vorhersehbar zu werden. Sprich, wenn ich jetzt mich nicht aggressiv verhalte, ein ruhiges, ausgeglichenes Pferd zu haben, weil es sich daran orientiert, was ich mit meiner Körpersprache tue. Wenn ich also stehen bleibe, heißt das, wir können stehen bleiben. Und dann kommt Ruhe in das Pferd rein, kommt Ruhe in den Organismus rein, weil es für das Pferd vorhersehbar wird. Und das Pferd sozusagen weiß, okay, ich kann die Rolle der Anführerschaft abgeben, weil die bestimmt Richtung und Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt so stehe, weiß er, er muss stehen bleiben. Meine Hand ist geschlossen, meine Augen sind abgesenkt. Jetzt geht sein Fokus woanders hin. Wenn ich den Fokus wiederhole, dafür muss ich aus dem blinden Spot raustreten und mich wieder passiv drehe, ist das das Signal, dass wir wieder losgehen. Das heißt also, umso mehr ich das Pferd daran gewöhne, dass meine Körpersprache das ganze Szenario vorhersehbar macht, umso einfacher für das Pferd in Ruhe zu kommen, weil sie dann eben verstehen, was meine Körpersprache aussagt und dass eben dann wirklich Ruhe in das gesamte Szenario reinkommt. Und damit werde ich mit meiner Körpersprache für das Pferd vorhersehbar. Anna, kannst du mal so lieb an den Sattel mal reingeben? Vielleicht ist mal die Arbeit mit der Doppelung. Und zwar, wir haben es eben da draußen am Platz, es ist so wunderbar zu sehen, an einem Pferd, was da gerade einlongiert wird, am Halfter. Wir sehen das nachher nochmal drin an einer Grafik. Das Longieren an der Einzellonge ist mit eins der schlimmsten Sachen, die man den Pferden antun kann. Wir haben einen ganz extrem sensiblen Körperbereich, extrem sensible Muskeln, Bänder. Genau, das ist so auf dem Boden gewesen. Auch mit der Longe und dann ist natürlich einfach alles, was da nicht tut. Und zwar, ach, ich habe das vergessen, genau. Ich wollte Ihnen ja zeigen, wie man das macht, wenn man das Pferd zum allerersten Mal doppelongiert in seinem Leben. Genau, könnt ihr einfach schon hingehen. Das heißt, dass man einmal die einzelne Longe um die Hinterhand des Pferdes drum macht, zu verdanken, um zu überprüfen, ob das Pferd die einzelne Longe um die Hinterhand akzeptiert. Weil das ist etwas, wo ein bewegtes Stück Material um die Hinterhand des Pferdes rumschlackert. Und ich muss in der Lage sein, das Pferd um die Hinterhand herum rumzuziehen, weil ich an der Doppellonge eben im Bögen arbeiten kann, in beiden Richtungen arbeiten kann. Nicht einfach ein Pferd zu Hause nehmen und die Doppellonge dran machen, schon gar nicht bei den jungen, untrainierten Pferden. Was man da macht, ist, dass man zuallererst einmal die einzelne Longe um die Hinterhand des Pferdes kommen lässt, weil zur Not könnte man die loslassen und könnte das Pferd aus dem Druck rauslassen. Das heißt also, ich gehe jetzt zurück, Auge in Auge, schicke das Pferd von mir weg. Das will er jetzt nicht. Und jetzt hat er einmal die einzelne Longe hinten rum und kann spüren, wie das ist. Jetzt sehe ich am Pferd, okay, der hat kein Problem damit. Jetzt ziehe ich ihn einmal rum und biete ihm wieder meine passive Schulter an, die er sieht. Und daraufhin weiß er, dass er wieder zu mir kommen kann. Und dafür, dass er das richtig gemacht hat, belohne ich ihn zwischen den Augen und sage, genau, wenn meine Schulter...